Wie viele Verkehrsschilder an Deutschlands Straßenrändern stehen, das weiß niemand so genau. Es sind immerhin rund 1000 verschiedene Zeichen. Aber irgendwann müssen die natürlich ausgetauscht oder ausgemustert werden. Und dann schlägt in Karlsruhe die Stunde der Schnäppchenjäger. Gedränge beim Karlsruher Tiefbauamt. Verkehrszeichenfans stürmen den städtischen Bauhof. Die Jagd auf Schilder hat begonnen. Hunderte werden heute verramscht und viele hier hoffen auf ein Schnäppchen. Seit Jahren mit dabei ist Achim Metzger. Der Karlsruher ist leidenschaftlicher Sammler, kann nicht genug kriegen. Ich habe schon viele Schilder daheim. Ich habe zum Beispiel die ganze Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder. Die stelle ich dann immer auf, wenn jemand Geburtstag hat. Da habe ich jetzt schon 20 bis 80 komplett durch. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dann bin ich Modelleisenbahner, dann habe ich so ein paar Bilder mit unbeschranktem Bahnübergang und solche Sachen halt. Alles mögliche. Ampel habe ich daheim zum Leidwesen meiner Frau. Eine Pago habe ich mir vor 2-3 Jahren hier mal gekauft. Also. Achim Metzger ist mit seiner Leidenschaft nicht allein. Es geht zu wie am Wühltisch beim Schlussverkauf. Rund 2000 Verkehrszeichen sind heute im Angebot, alle ausgemustert aus dem Karlsruher Schilderwald. Statt in der Schrottpresse landen sie jetzt in Hobbykellern oder Festzelten. Einsatzmöglichkeiten gibt es zuhauf. Eine Bekannte von uns, der ihre Eltern werden 80. Ich selber feiere meinen 30. Und von daher eine kleine Aufmachung für die Hofeinfahrt. Mein Opa! Geburtstagsgeschenke für Freunde zum Beispiel. Irgendwelche Schnäppchen, irgendwas Quatschiges. Haben Sie was Größeres vor? Eigentlich nicht, aber es findet sich immer ein Platz dafür. 2 Jahre lang haben die Männer von der Abteilung Verkehrslenkung gesammelt, haben sich sogar selbst künstlerisch betätigt, um den Kaufreiz zu steigern. Heute dürfen sie alles verkaufen. Der Erlös kommt Karlsruher Kindergärten zugute. Für die Aktion machen alle freiwillig unbezahlte Überstunden. Was ist denn heute am meisten gefragt bei Ihnen? 50er und 60er Schilder sind gefragt am meisten. 50er und 60er haben Sie noch nicht? Nein, die sind aus. Hatten Sie genügend vorbereitet? Nee, vorbereitet haben wir sie nicht. Nur wenn wir sie abhängen, haben wir sie ja. Und weil es nicht für jeden die passende Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, darf man hier auch Wünsche äußern. Dann kleben die Männer vom Bauhof einfach neue Zahlen auf alte Schilder. Auch Achim Metzger kommt hier zum Zug. Er kann heute seine Sammlung runder Geburtstage vervollständigen. Die 90 und die 10 haben ihm in der Sammlung noch gefehlt. Die 100 muss noch warten. Schauen wir mal, wenn die Verwandtschaft älter wird, dann muss man mit den Schildern nachrichtig planen. Was die Karlsruher alles brauchen können. Fast alles aus dem Angebot findet hier auch seine Abnehmer. Egal wie alt, egal in welchem Zustand, Hauptsache außergewöhnlich oder irgendwie lustig. Für meine Frau und mich, vielleicht hängen sie ins Schlafzimmer, vielleicht vor die Tür, keine Ahnung. Aber das wäre ja ein Verbotsschild. Dann ist es verboten. Dann müssen wir es im Wohnzimmer. Wir haben auch noch 2 Ampeln gekauft, also wir haben schon einiges daheim. Ampeln fürs Schlafzimmer? Nee, da brauchen wir keine mehr. Der Chef der Abteilung Verkehrslenkung, Günther Lott, kann bei so viel Begeisterung nur strahlen. Er hatte vor 17 Jahren die Idee mit dem Schilderflohmarkt. Bis 1999, als die Idee kam, war der Schrottwert ziemlich niedrig. Die Schilder wurden verschrottet. Und von Berufswegen tut es einem weh, wenn die verschrottet werden, kommt nichts rüber. Und dann wurden auch sehr viele Schilder im Straßenraum gestohlen. Seit wir den Schilderflohmarkt haben, haben wir kaum noch Ausfälle auf den Straßen. Und Sie sehen ja die Begeisterung hier, die lässt nicht nach. Es ist von jedem Schildermarkt sind immer mehr Leute hier. Und wer nichts mit Verkehrszeichen anfangen kann, für den gibt es hier eine Riesenauswahl an alten Straßenschildern, zum Teil noch aus echtem Email. 10 bis 30 Euro teuer, Nostalgie oder ganz besondere Andenken aus Karlsruhe. Ich wohne mittlerweile nicht mehr in Karlsruhe und Gutebergplatz, die Richtung da, Nelgestraße, Jörgstraße, wenn ihr da was finden würdet, Gutebergstraße oder Bannwaldallee, ja, da hinten in der Ecke und das ist aus meiner Kindheit, das ist für sich Erinnerung, auf der Garde, dann tue ich das da praktisch hinstellen. Achim Metzger hat hier heute 100 Euro investiert und viel Spaß gehabt. Jetzt gibt's doch noch was Neues? Ja, auf der letzten Drücker habe ich mich jetzt auch noch durchgerungen, die Trennung meiner Frau vielleicht in Kauf zu nehmen, aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, ja. Die Flohmarktbilanz kann sich sehen lassen. 15.000 Euro Einnahmen, ein neuer Rekord. Und den wollen die Mitarbeiter vom Tiefbauamt 2018 erneut knacken.